So, herzlich willkommen zurück zu meinem Test, Folge 231. Ich weiß jetzt nicht, ob während wir offline waren, die Batterien sich automatisch geladen haben. Oder ob das nur funktioniert, wenn wir gerade da sind, werden wir gleich sehen. Hoffentlich sind sie voll. Wenn nicht, bin ich nämlich voll traurig. So. Tja, und dann müssen wir echt alles durchzentrifugieren, aber wenn das... Es dauert halt schon ganz schön lange, ne? Ich hoffe, das lohnt sich. Wenn nicht, einmal und nie wieder. So, Batterien sind tatsächlich nicht geladen. Ah, scheiße. Gut, dann machen wir gleich schon mal hier direkt ein bisschen Kohle rein. Einmal da. Und einmal da. Was geht hier ab? Oh, die sind auch schon geladen. Tja, ich weiß ja nicht, ob wir die Dinger hier tatsächlich mal austauschen gegen MV. Aber eigentlich darauf so wirklich Bock habe ich jetzt nicht. Da würde ich dann doch tatsächlich lieber eher dafür für eine Alternative, für eine Energiegewinnung, ne, so ein bisschen modernere Technik, halt wie eine Solaranlage. Ich meine, viel mehr gibt es ja nicht, entweder Wasser oder Solar, weil Thermie können wir nicht machen. Regierungsofen, Batterie... Werkzeugwerkstatt? Was ist denn das bitte? Okay, das muss ich mir mal angucken. Das klingt interessant. Kann man die Werkzeuge reparieren? Das wäre natürlich richtig geil. Klingt so interessant. Freezer. Was ist das alles? Also Freezer, ne, klingt jetzt wie Froster, aber was soll gefroren werden? Also Freezer. Oder wird das gerade falsch? Was könnte man denn bitte schön gefrieren? Ich meine, gut, man kann jetzt Wasser einmal reinstellen und vielleicht einen Eisblock daraus bekommen, aber dafür ein extra Gerät? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Na egal. Aber was auf jeden Fall interessant klingt, klingt das hier. Das klingt sogar sehr interessant. Und sieht auch gar nicht mal so teuer aus. Ich meine, gut, was das hier ist, Kohlefaser, Kohlestopp, gut, das geht eigentlich. Kohlestopp haben wir mehr als genug, das sollte nicht das Problem sein. Wie viel brauchen wir davon? Wir brauchen dreimal davon, das ist viermal Stopp, also gerade mal zwölfmal Stopp, das geht voll klar. Das ist so wirklich nicht die Welt. Weil, wie gesagt, Kohle haben wir halt massig. Ja, gucken wir mal ganz kurz. Achso, komprimieren. Compressing. Und die brauchen noch ein bisschen, bis die wieder bereit sind. Eigentlich kann ich das ja eigentlich schon direkt mal durchlaufen lassen, ganz ehrlich. Ich meine, wie gesagt, die arbeiten ja sowieso weiter. Wir sind zwar halt langsamer, aber arbeitet ja trotzdem. Das heißt, ich mach die Scheiße dann einfach mal rein und guck mal, was passiert. Und guck mal, was passiert. Boom, alles kaputt. So, wir haben einmal. Was brauchen wir noch? Hoffentlich kann man damit Werkzeuge reparieren. Weil es sieht halt relativ preiswert aus von den Sachen, die wir, ne? Also ich meine, das Ding hier haben wir noch. Einmal Kleber haben wir auch noch. Das ist alles nicht die Welt. Die Kleber haben wir keinen mehr. Wir brauchen so eine Glue-Dinger. Haben wir sowas noch? Nö, gut, da müssen wir da welche machen. Das geht, indem wir Kleber kochen. Rohlatex. Und Rohlatex bekamen wir extrahieren, grinden. Ja, unser Holz. Problem. Wir brauchen definitiv Kleber. Dann halt, oh, der ist sogar schon fast fertig. Oha, braucht auch ganz schön viel Energie. Ha, holy moly.
Holy moly, holy moly, holy moly, holy moly. So, was jetzt? Das jetzt mal grinden. Unsere Schleifmaschine braucht zum Glück ja nicht so viel Energie. gerade mal 600, das ist ja ein Träumchen, das ist ja gar nichts. Im Vergleich zu 6000, ne? So, das reicht einmal erstmal aus. Das müssen wir dann extrahieren. Wie viel brauchen wir jetzt? 1400 schon? Oh, es wird schon mehr. Es wird schon mehr. Ja, es wird schon mehr. Rohlatex. So, das können wir dann jetzt einfach kochen. Jawohl, jawohl. Oh, das lief ja ratzfatz, Alter. Das ist mein Gerät, ey. Puh. Da kommt Freude auf. So, dann haben wir da auch schon mal alles. Was brauchen wir dann sonst? Achso, können wir eigentlich direkt machen. So und so und dann halt so hier. Du Hurensohn. Genau, jetzt haben wir das. Was brauchen wir noch? Wir brauchen. Das haben wir. Ein Diamant. Was wollen die alle mit ihren Diamanten? Ich verstehe das nicht. Ist das einfach nur, um Sachen teurer zu machen, oder hat das auch einen Sinn? Vor allem, weißt du, bei einer Werkzeugwerkstatt würde so ein Diamantsägeblatt tatsächlich sogar mehr Sinn machen als in der Zentrifuge. Also erstmal no joke. Aber gut. So, dann brauchen wir hiervon zwei. Also wir haben halt so viel Obsidian. Was wollen wir damit? Und einmal ein MV-Kabel. Wo sind die ganzen MV-Kabels? Habe ich jetzt unten in die Kiste geschmissen aus Versehen? Das wäre eine Katastrophe. Nö. Wo ist unser MV-Kabel? Wir hatten nur noch ein paar. Wo sind sie hin? Übersehe ich sie gerade oder bin ich einfach nur blind? Doch noch welche. MV-Kabel, wo hab ich den jetzt hingeschmissen, sag mal. Habe ich hier bereits ein Crafting-Ding? Nein, auch nicht. Wir hatten auf jeden Fall noch mehr als 10 Stück, das weiß ich genau. Ich meine, es wäre jetzt auch kein Problem, neue zu machen, aber wo sind sie hin? Ich will jetzt nicht hier an 10.000 Stellen irgendwelche Kabels rumliegen haben. Das würde mir doch schon ein bisschen hart auf den Sack gehen. Wird die hier reingepackt aus Frost? Nein, auch nicht. Binne ein bisschen verwirrte. Oha. Nee, Legierungsextraktor brauche ich. Ja, da brauchen wir halt welche. Ist ja auch kein Problem. Gut, was brauche ich dafür? Okay. Sachen, die wir bereits haben. Machen wir 30 Stück. So, damit die jetzt auch wieder verschwinden. Okay, dann brauchen wir zweimal Holz. Beliebiges Holz, da können wir da natürlich wieder irgendwelches Holz wegschmeißen, zum Beispiel das hier.
So, was brauchen wir noch? Haben wir alles. Jawohl! Oh, bin ich gespannt, was kann man damit machen? Ich will alles wissen. Können wir hier hinstellen zum Beispiel. Extraktor. Brot natürlich wieder eine kleine Axt. Nati 0000, join the game. Okay. Vor allem, warum eigentlich join the game? Heißt das nicht join the server? Ist auch egal. So. Sieht so ein bisschen komisch aus. Ich schätze, ich muss das Ding so rum reinklatschen. Nee, sieht immer noch komisch aus. Ja, es wird repariert. Oh, wie geil ist das denn? Es wird repariert. Willkommen auf meinem Server. Und willkommen im Let's Play. So. Extraktor ist da. Dann nehmen wir mal das da rein. Eins kann hier bleiben. Beziehungsweise wir machen es mal andersrum. Wir machen es mal eben so rum. So, macht das mehr Sinn. Wo kann ich jetzt bauen? Dankeschön. Überall, wo nicht protected ist. Also überall etwas abseits der Wege. So, du kommst mal direkt da oben rein. Haben wir noch mehr Schunddarm? Ja, doch, gleich haben wir noch mehr Schunddarm. Oh, die Batterien sind fast voll. Das gefreut mir aber. So, dann kann ich euch schon mal hier reinschmeißen. Sind die Batterien gleich wieder leer? Ach nee, wir haben sogar mehr. Also gut, okay, wir haben auch hier diese Dinger. Uran. Oh Gott, Alter, das wird uns noch eine Weile begleiten. Das verspreche ich euch. Das wird uns noch eine harte Weile begleiten, Mensch. Der ist gleich fertig. Vielleicht sollte ich ein bisschen Rolatex auch aufheben. Vielleicht brauchen wir es irgendwann mal als separates Baumaterial, wisst ihr? Dann muss ich das jetzt nicht komplett hier verbrennen. Kommt einfach da rein und gut ist. Was? Aha, okay, na dann suche ich mir mal ein Grundstück. Okay. Cool, jetzt können wir alle Werkzeuge reparieren. Ist das nicht genial? Ist das geil? Warum habe ich das Ding bisher nicht gesehen? Oh, ist fertig. Wir müssen also hier, ne? Sonst werden die Dinger hier verschwendet. Und schon wieder die Dinger wieder entladen. Oh mein Gott, ey. Das ist aber heftig, ey. Alter, vor allen Dingen, wie schnell die halt entladen werden. Das ist so krank, ey. Das ist ja... Das ist echt heftig. Also ich glaube mal, das Ding werden wir über mehrere Folgen einfach im Hintergrund laufen lassen. Dann konzentrieren wir uns, während der hier immer die ganzen Sachen durchwedelt. Dann machen wir die tatsächlich aus. Und immer wenn ein bisschen Energie verfügbar ist, ist sie halt verfügbar. Und wenn nicht, dann nicht. Und mal gucken, vielleicht bis wir dann irgendwann den Reaktor fertig haben, sind wir dann noch überall durch, ne? So, jetzt rein mit dir. Du kommst bitte wieder hier rein. So, und wir gucken dann mal, was wir für den Reaktor brauchen.
Mir fällt gerade ein, es gibt in-game gar keine Bauanleitung. Ha! Hab ich eine Homes zu... Ja, hab ich. Home Walker. Achso, klein geschrieben. Ja, okay, dann komme ich hier. Da können wir hier zumindest mal ein bisschen schmulen, wie das Ding gebaut ist. Okay, man sieht nicht viel. Auf jeden Fall müssten das genau in der... Oh, wow, wow, wow. Chill, Junge. Chill. Chill, deine Basics. Also ich glaube, ich weiß was. Und zwar innen drin ist das irgendwie Beton. Und zwar dieses explosionsfeste Beton. Ja, klar. Okay, das ist das äußere Zeug. Dann war das innen drin irgendwie mit Teer. Nein. Zement war es nicht. Das wäre irgendwie so ein buntes Zeug. Das war so ein richtig buntes. Also ich teleportiere mich erstmal wieder nach Hause. Damit das Ding weiterarbeitet, ne? Aber wenn wir weg sind, macht er gar nichts mehr. Dann ist er einfach da und macht Party. Also Werkzeug, also die Akt kann natürlich wieder weg. .8 0,7 0,5 0,4 0,6 0,3 0,2. So, das heißt, es muss irgendein pigmentierter Block. Er hat schwarzer gesagt. Aber das war's hier? Nee, ne? Ne. Nein. Das war, glaube ich, auch irgendwas Komprimiertes, ja. Wenn ich nur wüsste, was das war. Oh Gott. Kompress. Das war es auf jeden Fall nicht. Nee. Holzkohleblock im Reaktor. Klar. Okay, also so finden wir es auf jeden Fall nicht. Vielleicht ist irgendwas radioaktiv, also radiobeständiges. Oh Gott, Alter. Zement war es nicht. Das war kein normales Material. Kompliziert. 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 Wenn ich nur wüsste, was das war. Was war das denn? Gut, dann müssen wir zum Glück mal kurz im Wikipedia-Artikel nachschauen. Also nicht Wikipedia, sondern im Wiki-Artikel nachschauen, natürlich. Und schon haben wir jetzt noch eine Stufe weiter runter. Jetzt kriegen wir hier auch gleich 1er. Alter, oh Gott, das wird so heftig. 0,3, 0,1er. Das wird so unendlich hässlich werden. So, 7, 6, 5, 3, 1, 6, 4.
So, und wenn wir das jetzt noch weiter teilen, kriegen wir 0%iges Zeug raus. Da bin ich aber gespannt. Vor allem, kann man das nicht hier irgendwie dann einfach rekombinieren? Nee. Das würde auch keinen Sinn machen. Okay, komm, wir lassen erstmal ein bisschen arbeiten. Ach komm, Programm enden. Ich muss mal ganz kurz diese Wikipedia-Seite, Wikipedia, Alter, diese Wiki-Seite aufrufen. Ich will mal ganz kurz wissen, wir haben 22 begonnen. Das hatte ich, okay, bis das haben wir noch. Wiki. Nein. Technik. Ja. Das da, genau. Manual.db. Menü.db. Reaktor, Control, Conchest, Reactivity, Lavability. War das hier nicht irgendwie mal schematisiert? Gibt es eine extra Seite über Radiation? Achso, nee, ist die Lua-File. Alles gut. Okay, vielleicht war das ja wirklich im Wiki. Kann natürlich auch sein. Es. Technik-Wiki, genau. So, gucken wir mal hier ganz kurz nach. Warum sieht das Ding jetzt so anders aus? Das ist es offensichtlich nicht. Technik. Wiki. So. War das hier? Nein. War das hier? Nein. War das hier? Reaktors, da war's doch. Weg. So, genau. B ist genau dieses ne? Ach, Lead Block. Okay, also einfach Bleiblock. Okay. Also ein Bleiblock. Gut, Blei haben wir mittlerweile ja schon viel sogar. Das sollte sogar funktionieren. Und Blast Resistant Concrete, also halt ne, explosionsbeständiges Beton, Zement, Beton, Zement, irgendwie so. Concrete ist Beton, oder? Lead. Die Sache ist, wir haben einen Würfel, also dieses Lead, wir haben innen drin diesen Core. Dann haben wir da drumherum quasi 3x3 Wasser. Da drum 5x5 dieses Lead-Block. Und dann darum 7x7 dieses explosionsbeständige, was auch immer. So, das heißt, für Lead-Block brauchen wir, wenn wir 5x5 haben, heißt es ja, wir haben quasi 2x5x5. Ne, Boden und Decke, also quasi 50. Und dann haben wir nochmal 16, 32, also quasi 82 Blöcke, richtig? Ah ne, wir haben ja 3 Höhe. Ha! Das heißt 12, also 48. Das wären also 8, ja, also 98 Blöcke von Lead. Klingt gerade ganz schön teuer. Ja, und das hier, siehst du, dieses gut pigmentierte Zeug. Genau das meine ich. Naja, okay, da haben wir dann definitiv nicht genug Blei für. Ich meine, wir haben zum Glück noch relativ viel Blei, aber wir müssen das halt erstmal ausbuddeln. Konnte ja keiner ahnen, dass wir dafür so viel brauchen werden. Blei. Ja, wir haben hier ein bisschen. Ansonsten haben wir gar nichts. Was?
Warum haben wir so wenig Blei? So häufig wie das vorkommt, haben wir das nie abgebaut? Okay. Ja gut, dann müssen wir da also noch eine ganze Menge abbauen. Weil wenn wir 98 Blöcke brauchen für einen Block, dann brauchen wir quasi ja 9 Stacks von dieses Zeug. Das ist ganz schön viel. Gut, aber zum Glück gibt dieses Blei sehr füllig überall. Also in den ganzen großen Höhlen, die wir unten haben. Da müsste das eigentlich sogar schon mit drin sein. Wir haben es halt bisher nur nicht abgebaut. So, wie sieht es hier aus? Zentrifuge ist bereit. Sehr schön. Jetzt haben wir schon mindestens schon mal 6 und 9. Also bald sind wir fertig. Ja. Wollte ich nochmal erwähnt haben. So in 3 Jahren ungefähr. Das heißt, wir müssen definitiv Blei abbauen. Ich glaube, damit fangen wir in der nächsten Folge direkt an. Heilige Scheiße, ey. Heilige Scheiße. Also der Atomreaktor, bevor der uns was bringt, bringt er uns vor allen Dingen Kopfschmerzen. Der wird sehr, sehr teuer. Wir können mal ganz kurz gucken, dieses explosionsbeständige Zeug da. Ja, mit Doppel-X, klar. Das dürfte nicht so teuer sein, ne? Ah, sieht teuer aus, ist aber gar nicht so teuer. Und was ist das andere Zeug? Das hier? Okay, es wird halt einfach teuer. Es wird halt einfach scheiße teuer. Ich will nicht mehr leben. Das wird alles so unendlich teuer werden, ey. Ja. Das wird heftig. Das heißt, wir können... Ich mach mal Feierabend hier ganz kurz. Wir können schon mal festhalten, wir brauchen 98 mal Lead Block und wir brauchen 7 mal 7, das heißt für oben und für unten 2 mal 49, also schon mal 98. Und dann haben wir quasi noch 5 mal 6, also 30 mal 4 für die 4 Seiten. Also ja, quasi 3 mal 4, 120. Das wäre dann also insgesamt eine ganz schöne Menge. Alter Schwede. Ich war kurz 120. Also 12 plus 9 ist doch 21, oder? 12 plus 9, ja doch, eigentlich. Ich meine, gut, jedes Mal quasi sogar eins weniger. Weil die Blöcke ganz unten in der Mitte, da kommt ja später das Kabel durch. Das heißt, das bleibt quasi offen. Genauso wie die beiden Blöcke, die von oben kommen, die können, glaube ich, per Definition auch offen bleiben. Das heißt, wir brauchen mindestens quasi immer das, aber... Ach komm, ich schreibe doch mal so auf. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gerechnet. Warte. 140 plus 140 plus 120. Ja, ist richtig. Sag ich doch. Warum glaubt mir eigentlich schon mal keiner? Das wird heftig. Und natürlich ein Chor. Den müssen wir auch noch bauen. Und dann brauchen wir noch ein HV-Kabel. Und
ein HV zu MV Trafo. Bitte. Sorry. Ja, mit ein T. Ja, hallo? Was? Shuttle abrufen? Ja, mach doch. Penis. Alter, dieses neue Google, ne? Das googelt mich schon ganz schön heftig. Habe ich schon erwähnt, dass ich vor kurzem mein Chromium abgedatet habe? Von Version 73 auf 83, also einfach mal 9 Versionen übersprungen. Ich habe schon lange nicht mehr geupdatet, fällt mir gerade auf. Oder fiel mir damals auf. So, auf jeden Fall, das alles müssen wir mindestens machen. Wie gesagt, dazu kommen natürlich noch die Kabel. Wir müssen erstmal eine kleine Höhle bauen, wo der Reaktor dann reinkommt und alles. Außerdem ist bei denen hier noch nicht der Standfuß. Und ich, ne, ich habe ja meine Dinge, habe ich ja immer auf so einen Standfuß. Und das wäre dann quasi nochmal so eine 3x3 Füßchen und das 4x. Würde also nochmal dazukommen. In Klammern plus 12 für Standfüße. Gut, die könnte man jetzt hohl bauen, dass man quasi nur 8 pro Fuß hat. Ne, der innere Block ist dann quasi hohl. Dann wäre das halt. Wie rechne ich überhaupt? Was habe ich gerade hier für Mist gerechnet? Also quasi dann 8. Das wären dann halt 32. Bup, easy. Ja, es wird nicht preiswerter. Es wird scheiße teuer. Da werden wir habe ich gerade Füße mit 3S geschrieben? Danke. Es wird nicht preiswerter. Das wird ein Spaß. Dann weiß ich ja, was wir die ganzen nächsten Folgen zu tun haben. Damit werden wir mindestens bis Folge 400 zu tun haben. Vor allem für die Lead-Blöcke. 9 Stacks Lead. Das wird scheiße teuer. Aber gut, bis dann.